Welche der vorgeschlagenen Zahlen teilt nicht 2024? 2024 ist teilbar durch 2. Diese Division ergibt 1012. 1012 ist auch teilbar durch 2. 1012 geteilt durch 2 ergibt 506. Und somit wissen wir, dass 2024 teilbar ist durch 2 mal 2, also durch 4. Und somit ist diese Antwort auszuschließen. 506 geteilt durch 2 ergibt 253. Also ist 2024 teilbar durch 2 mal 2 mal 2, das heißt 8. Diese Antwort ist demzufolge ebenfalls auszuschließen. Aber 253 ist nicht mehr teilbar durch 2. Wäre diese Zahl teilbar durch 2, so könnte man 2024 teilen durch 2 mal 2 mal 2 mal 2, also 16. Das geht aber nicht und deshalb ist D die richtige Antwort.